Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu War of the Worlds. Wir sind ganz entspannt und ich habe ein neues Save Game geladen. Also das, bevor hier die Post abgeht, was man ja auch schon an der Musik hört. Ich habe gesagt, oder ich habe mir gesagt, ich gucke nochmal in ein Video, wie andere das machen. Und habe da entdeckt, dass ich wohl eine... Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler ist oder von mir ein Fehler. Oh, ist ja gut. Es stand ja ausdrücklich... Ich konnte eben nicht weitergehen, als sie gehustet hat und diese Animation war. Ist ja witzig. Also nein, es ist nicht witzig, dass sie hustet. Nein. Halt, stopp. So. Combine. Da stand hier ausdrücklich, man soll die Steel-Pfeile nehmen. Und ich habe gedacht, Iron Arrow ist dann Steel. Und das Solid ist einfach Holz. So ist mein Verständnis davon. Aber in dem Video, was ich geguckt habe, hat er auch genau 21 Schuss und nimmt die und sagt, dass man nur mit dem Solid Arrow Headshots machen kann. Deswegen habe ich das hier auch nicht mit hingehen. Aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Solid und Arrow? Iron. Und dann ist das plötzlich auch alles total entspannt. Ich habe das eben schon mal ausprobiert, damit ich auch sicher bin, dass ich da keinen Denkfehler habe. Und dann schieße ich hier auf den Pavian. Und dann ist er weg. Und die anderen Hajos, die gehen genauso. Und die merken das nicht mal. Guck dir das mal an. Speichere ich auch mal. Und das da hinten, das ist wirklich eine explosive, ein explosives Fass. Und das hat auch nicht funktioniert mit meinen Pfeilen. So, aber jetzt müssen wir tatsächlich runter. Oh, das war knapp. Weil die Hajos da hinten erwische ich ja nicht alle. Da steht ja noch einer auf dem Berg. Der Hajo auf dem Berg. Fool on the hill. Oh, dieses Zielen ist so scheiße. Oh, jetzt, guck mal, ich bin genau mittig. So. Alter, ich bin hier voll der Profi. Und jetzt eventuell könnte ich da einmal reinballern. Wenn ich das von hier überhaupt erwische. Ist das jetzt der einzige? Kriegt der jetzt alles ab? So. Jetzt habe ich die Looters erledigt. Das ist ja wie so eine Familie. Willkommen bei den Looters. Gab es nicht mal so einen Film? Wie hieß denn der? Aber ich glaube, die haben nichts liegen lassen. Ammo. Wieso sehe ich das nicht? Warte mal, jetzt muss ich doch mal gucken hier mit meinem Adlerblick. Da liegt was. Hä, war das von auch schon? Oder waren das hier echt die Typen? Alles überlebt. Alles ist weg. Nur... Ach, guck mal hier. Die Menschen überleben alle nicht. Aber die Packung mit den Pillen, die Hauptsache, die ist noch da. Vielleicht waren da ja auch Kisten drumherum. Und durch die Explosion habe ich diese jetzt freigelegt. Ich noch mal gucken. Hier waren ja auch welche. Da, guck mal, der hat echt... Die lassen echt was liegen. Alles der jetzt hier auf... Der, hier war doch auch noch einer drauf. Nee, der hat nichts. Und der da hinten... Hoffentlich auch nicht. Und der... Oh, guck mal. Da sind das die Pfeile.
Die lagen da nicht einfach so rum, sondern die hat der Typ fallen lassen. Ich habe letztes Mal gedacht, sie stehen hier einfach so als Notfall, wenn man... Ist ja manchmal so, dass das Spiel so nett ist und nochmal Munition verteilt, wenn man in einer Situation nochmal eine bestimmte Munition braucht. Auf einmal... Hä? Auf einmal merkt, dass man nichts mehr hat. So. Blöden Safe Games überschreiben. Und jetzt? Ja, das mache ich auch. Bitte. Goodbye, new friends. Hab ich auch noch Punkte für. Sarah Freunde gefunden hat. So, ich sollte da drücken. Ich stand da nicht gerade, ich soll irgendwas drücken? Ach da, der war das. Granatwerfer. Damit ich massive Versperrungen und Barrikaden und Kisten zerstören kann. Und das hat dann auch immer so ein Symbol wieder unten links. So, jetzt könnte ich nochmal zu Orten gehen. Oder zurückgehen, wo es sowas gab. Oh Gott, war denn da was? War da überhaupt was? Außer da, wo ich hin soll, mit diesem Medical Pavilion. Es gibt klassische Munition. Rocket Ammunition. Dreifach stark. Hohe Präzision und Geschwindigkeit. Und Flash Ammunition. Damit kann ich die Gegner, Soldaten, Looters blenden. Also eine Blendgranate heißt es auch. Ja. Jetzt sind wir endlich frei, wieder zurückzugehen. Der Granatwerfer wird mir auf jeden Fall helfen mit dieser Wand. Sollte zurück in die... Das ist eigentlich Downtown auf Deutsch. In die Stadt gehen und diese Wand zerstören. Sollte die Munition am besten aufbewahren. Also jetzt nicht verballern und so. Ich bin diesem Mann so dankbar für seine Hilfe. Ich weiß, dass er alles getan hätte, um diese Medizin zu kriegen. Ich hoffe, dass sie glücklich werden und der Junge sich wieder erholt. Ich mach weiter. Aua. Ach nee. Ha. Jetzt ist wieder die Frage, wie kommt man hier rüber? Ach schade, warte mal, das muss doch gehen. Hier ist so extra so ein... Hier ist so extra so ein Loch. Geil, warum bin ich da letztes Mal nicht drauf gekommen? So, war jetzt hier noch irgendwas? Ich bin der Meinung nicht. Wo kommt der denn her? Ich dachte, die sind alle weg. Alter, ich habe mich eben so erschrocken, dass da jemand stand. Das hat da... Der auch so gegangen ist, so komisch. Wie so ein Brautpaar immer läuft, wenn die so einzelne Schritte machen. Ich wollte Lara heiraten. War ganz friedlich. Lara hat ihn jetzt. Oh. Lara wollte nicht. Muss mal kurz hier gucken, was hier so war. Was hier so War of the Worlds? Hä? Sag mal. Tja, welche Munition nehme ich jetzt? Ach, 62, hallo. Erstmal speichern. Nein, Lara kann keinen Salto nach hinten. Wann lerne ich das endlich? Schade.
gemerkt, ich kann mich von diesem Ort hier anscheinend nicht trennen. Weil ich nochmal ganz genau gucke. Huch. Ist immer die Frage, was ist eine offizielle Barrikade? Ich bin der Meinung, hier war nichts mehr. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier so ein Symbol irgendwo gesehen habe. Guck mal! Hä, das war doch vorhin. Vorhin ist gut, das war bestimmt schon ein oder zwei Wochen her. Dass ich gespielt habe. Nein, ich glaube eine Woche. Letztes Wochenende. Okay, ich muss nur noch mal gucken, nicht, dass diese Kiste, mit der ich das Wildschwein getriggert habe, ja, sein können, dass sie auch noch mal auftaucht. So, ich glaube, wir können jetzt wieder zurück. Wer weiß, was jetzt wieder passiert. Ach, ist das hier schön. So schön ruhig. Ah, Gott! Alter, wie viel nehmen die denn? Alter, wie spät ich das geschnallt habe. Es hört sich an, als ob jemand geht. Meine schöne Munition, ey. Habe ich jetzt beide gleichzeitig weggefetzt? Oder wo ist der hin? Was habe ich jetzt gerade? Collector's Sense. Also wenn ich über 1600 Punkte habe. Tiny Pilz. Das immer... Also ich habe jetzt eine Anzahl von Punkten da unten. 1620. Ah, okay, da unten. Ich habe jetzt irgendwie gerade gedacht, in einem so einem Rutsch kriege ich das. Und dann ist das nachher wieder auf Null. Aber das wird immer höher. Okay. Macht doch Sinn. Keine Ahnung, wieso ich das jetzt so gedacht habe. Aber das Gewehr behalte ich, glaube ich, erstmal. So, wie kam ich jetzt eigentlich hier? Ich bin ja eigentlich mal daher gekommen. Wie komme ich denn jetzt überhaupt wieder zurück? Ah. Wir bombardieren das einfach. Angeblich kann ich mit diesem Level jetzt auch Pillen finden, die in irgendwelche Sofaritzen gefallen sind. Was man halt so gerne macht. Ein Stück Pizza von vor einem Jahr. Mm. Da sind wir wieder. So, ich habe mir gerade nur das Schild durchgelesen, was er für Öffnungszeiten hat. Oh, wo war denn noch so eine Explosionsscheiße? Ich kann mich gerade nicht daran erinnern, dass irgendwo so ein Symbol war. Aber wenn das Spiel einen extra darauf hinweist... Oder war das so ein einfach, falls man vergessen hat, dass man ja hinter die Wand da will? Oh, ich kann doch jetzt nicht das ganze Level durchsuchen. Und in diesem Haus-Dings hier war das doch bestimmt auch nicht.
habe ich doch alles. Will ich eigentlich mal da hin? So, hier bin ich mal ursprünglich hergekommen. Glaube ich. Hier könnte ich vielleicht noch mal gucken. Nein, gucke ich nicht. So. So, das war ja nicht so schlimm. Man merkt, ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wo ich hier bin. Aus dieser Tür da gekommen? So geht die Tür nicht auf. Habe ich irgendwas gerade falsch gemacht? Stehe ich falsch? Was mag die Tür jetzt gerade nicht? Da man in diesem Spiel überall gegenlaufen kann, kann man Türen leider nicht mehr dadurch erkennen. Hey, ich bin doch von hier unten gekommen. Warte mal. Nein. Hä? Ich bin doch... Ich war doch hier unten? Oder will die Tür es auf die harte Tour? Nicht irgendwie gerade... Ich will ja kein Licht an. Wieso? Es gibt doch gar keinen anderen Weg zurück. Ich bin doch von hier gekommen. Oder ist irgendwo ein geheimer Gang? War dieser Hinweis mit, ich soll nochmal genauer gucken, darauf bezogen. Höher kann ich doch hier auch nicht. Was will dieses Spiel gerade von mir? Da gucke ich einmal Mikro vorbei. So. Check das nicht. Hier ist doch gar kein anderer Weg. Wie muss man denn hier an dieser Tür stehen und was muss man hier machen? Ich bin gerade total... Wieso ist das Licht schon wieder aus? Ich stehe hier voll auf dem Schlauch. Ich habe mir doch das jetzt hier alles angeguckt. Hier ist doch gar nichts davon, von wo man noch kommen kann. Hier aus, dann schieße ich noch mal mit dem... Aua. Ich dachte, ich stirb jetzt. Ja, irgendwie geht er da oben rechts rein. Und irgendwie springt er in dem Video auch schon ganz anders. Hat Lara wohl mehr Experience Points.
Halt. Wie komme ich jetzt hier heil runter? Das muss ja irgendwie ganz speziell sein. Kann manchmal so einfach sein. Ich speichere jetzt auch 1 Million Mal. Ja, Hosen. Genau. Finde ich auch. So, ich glaube, daran könnte sie klettern. Und jetzt soll man angeblich da rauskommen. Und da sind wir wieder jetzt am Anfang. Muss das ja hier zugewiesen? Ist das denn jetzt? Seit wann ist denn das auf? Ich habe keine Erinnerung mehr. Ich will nochmal hier kurz gucken. Hier war irgend so ein Türchen, das ging nur mit irgendwas Bestimmtem auf. Guck mal! Das habe ich ja ganz vergessen. Ich wusste, dass es die Tür noch gibt. Aber ich dachte, die hatte ich schon. Ich habe all secrets in Area Bla, Area 51. Hier ist was. Da ist ein Schrank und da oben liegt noch was. Ach, Lara hat schon wieder Probleme, ey. Lara guckt irgendwie so bedröppelt. Das ist ein Big Secret? Ich fand es aber irgendwie... Oder sind Big Secrets immer 4 Sachen? Weil dann habe ich jetzt 4. 4 The Walking Dead. Geil! Ja, Licht kann ich auch anlassen. Aha, das wollte ich eh anmachen. Jetzt gucke ich nochmal hier, ob hier Pflanzen sind. Ich dachte gerade, das war aber nur Regentropfen. Muss ich echt genau gucken. Jetzt, wo man schon so eine Hilfe hat, so jetzt nicht so dicht rangehen. Warte mal. Ich bin noch irgendwie von da oben runtergesprungen und ins Hotel konnte ich noch nicht. Deswegen bin ich hier reingegangen. Dann bin ich, glaube ich, wieder zurück. Und dann hatte ich... Ach, keine Ahnung mehr. Also ein bisschen verstehe ich es jetzt, glaube ich, doch wieder, wie ich da hingekommen bin. Das ist irgendwie anders. In Erinnerung. Ja, sieht ein bisschen komisch aus. Boom. Boom, shake, shake, shake the room. Crack on the wall.
So, wo sind wir? District 5. Ach, ich kann nochmal zurückgehen. You are not alone. You are not alone. Herbal. Herbal. Hause. The turrets are going to kill you quickly. Soll den Kontakt mit denen vermeiden. Use the inventory or the R key to choose. Ja, was soll ich damit? Achso. Gerade verwirrt. Denn wenn ich stehe, soll ich Sprint drücken und dann nach oben? Was soll das jetzt? Oh, ich habe ein Suburbs, fast alles. Hä, dann nicht gerade gesagt, ich habe alles gefunden? Egal. Was soll das? Ich soll da reingucken, ihr Quicksilver. Mach doch alleine deinen Scheiß hier. Wenn ich 3800 Punkte kriege, dann kann Lara Seitwärtssaldos oder Side Arrows. Ich kann mich schneller hochziehen, weil Lara trainierte Arme hat. Miles Denning uses the Sprint Key and the Up Key. Ach rum! Ach, jetzt auf einmal. Oh, das ist so typisch wieder. Selbstschussanlagen sind eine ernste Gefahr für Lara. Ich soll den direkten Kontakt mit ihnen vermeiden. Ich kann sie in die Luft sprengen, indem ich auf ihren Tank schieße. Oder ich soll mit meiner Pistole und Lasersight den Tank... Ist das nicht im Endeffekt das Gleiche? Ich kann ja mal üben. Genau, ist auch die richtige... Nein! Aber die Dinger gab es doch auch schon in Tomb Raider 4. Das kann ja so was Schlimmes jetzt nicht sein. Wo ist der Tank? Da ist der Tank. Die Dinger liegen doch hier überall rum, oder? So roten kann. Mal gucken, ob ich das kann. Kann, haha. Oh, dieses Zielen, präzises Zielen wird hier groß geschrieben. Das ist so ein Dreck. Ich hab doch jetzt schon die Solid Arrows. Ich weiß immer noch nicht den Unterschied dazwischen. Ich muss ein bisschen üben, okay? Das möchte ich mal sehen, wie man den Revolver mit dem Pfeil und Bogen kombiniert, weil das ja einem da immer vorgeschlagen wird. Okay, das war ein Satz mit X. Ich schieße mal da vorne rauf, glaube ich. Das funktioniert ja richtig gut. Ja. Das funktioniert ja richtig gut. Oh Gott, ich habe hier gespeichert. Oh, jetzt muss ich auch nochmal das Secret einsammeln. Oh Mann, oh.
Oh, ich bleib wieder überall hängen. Ich hab eben durch die Bank geguckt. Egal. Ja, nimm doch, Mann. Lara spinnt wieder. Ich bewege mich jetzt nur noch rollend vorwärts. Boah! Das hab ich noch nicht ausprobiert, dass sie so fliegen kann. Dann habe ich, glaube ich, das gerade im Video gesehen. Ja, genau. Das sollte ich lieber nicht machen. Versuchen wir nochmal unser Glück. Mann, ich will 2 Lasersighte haben. Das nervt. So, speichern. You are not alone. No good. God. No good. Irgendwie habe ich gerade gleich stehen in die andere Richtung. Und hab mich gedreht. Nein. Ich glaube, da komme ich gar nicht heil raus. Ich nehme jetzt einfach schön den hier. Und jetzt speichere ich. Au! Warum schießt der hier schon? So kann ich hier nicht hoch? Lara ist ein bisschen beschränkt. Geil, wie die auch durch den Baum schießen können wieder. Muss wohl doch die harte Tour her. Da oben ist auch noch einer. Ich sollte erstmal da oben gucken. Ach, der Spasti da! Hä? Aua. 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 Denkt er sich so. Sind das jetzt eigentlich Aliens oder Soldaten mit Superkräften oder so? Die irgendwas zu verbergen haben, dass die irgendwie... Oh Mann, Junge, jetzt komm doch mal her. Er hat ja schon beim Kämpfen so lange gebraucht. Also wenn es blutet, dann treffe ich ihn ja auch. Also ist dann, sind das alles schon mal Treffer, die hier lande. Der aber nicht. Boah! Soldier! Okay, dann kommt schon mal keine Scheiße von oben. So, da ist der Tank. Guck mal, so richtig schön hängt er da frei. Gucken, ob ich ihn treffe. Ich treffe ihn eindeutig. Aber er explodiert nicht. Gott, mir erschrocken. Genau, wo ich auf Escape drücke. Donnert das. Genau wie in der letzten Folge hänge ich in so einer Action-Situation fest. Wieso geht das nicht? Use pistol with laser sight and shoot down the red tank. Mach ich doch!
Da ist schon ein Flammensymbol drauf. Wie viele Dinge... Oh, jetzt treffe ich hier vorne wieder irgendwas. Ich hasse dieses Spiel, was das angeht. Wieso kann Lara hier nicht hochgehen? Also nicht in die Luft gehen, sondern... Da, ich schieße schon wieder. Irgendwo. Und jetzt schieße ich auf den Baum. Ey, das ist so ein Drecksspiel. Jetzt schieße ich hier auf das Schild wahrscheinlich. Ist ja auch kein Wunder, wenn ich das nicht treffe, wenn... Da ist irgendwas im Weg, irgend so eine unsichtbare Hülle. Und wenn ich dann dich da rangehen will. Man kann das definitiv nicht zerschießen, diese Dreckskacke. Wie oft soll ich da noch raufschießen? Und das geht auch nicht? Ich habe mich jetzt irgendwie so auf diesem, wie man sie kaputt macht, festgefressen, dass ich ganz vergessen habe, dass man sie auch einfach ignorieren soll. Ja, wenn Lara nicht laufen kann, dann ist das aber auch nicht so gut. So, hier habe ich jetzt erstmal Ruhe. Guck, ich bin da hinten gehüpft, weil ich eigentlich eben gerade beim Selfie mal runtergehen wollte. Aber egal. Da liegen ja noch Sachen. Hey, war doch gerade was. Oh. So. Das war nichts. Ah. Was bedeutet das immer? Dass ich aufgelevelt bin, oder? Wo war denn das? Remarks, Journal, Letters. Ich möchte meine Skills sehen. 1900. Weiß ich nicht, warum das immer so ein Geräusch macht. Hier ist eine Kiste. Wieso ist das Licht eigentlich schon wieder aus? Ich verstehe das. Ist das immer, wenn ich neu lade? Eigentlich soll sie da hochgehen. Schade, ich dachte, da liegt ein Brief. Das ist mein Telefon. Oh, sie haben da einen Brief. Nein, das ist mein Telefon. So, ich würde sagen, an dieser Stelle hören wir jetzt mal auf. Ist aber mal gut hier. Und
Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und ihr bleibt gesund und so weiter. Auf Wiedersehen.